Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Ich glaube, wir sind jetzt Zeus. Wir haben nämlich in der letzten Folge die Segnung des Donnergottes geschafft oder haben seine Macht dafür bekommen. Wisst ihr, das habe ich gerade vor ein paar Minuten gezockt. Ich bin immer noch in derselben Aufnahmesession und ich habe es schon wieder vergessen. Ist irgendwie peinlich, aber egal. Ich würde sagen, wir gehen aus der Höhle raus, denn wahrscheinlich wird hier irgendwas kommen. Hey, der Regen hat aufgehört. Vermutlich war das Ramus Rufen nach Noct. Da oben, was ist das? Ein Flugzeug. Das Ding ist ja noch größer als die letzte Basis. Ja? Noctis? Der Regalia. Ja? Er ist offenbar in der Niflheimer Basis. Das wird schwierig. Mit imperialen Kampfmaschinen kenne ich mich leider nicht halb so gut aus wie mit Autos. Lass gut sein. Wir kümmern uns drum. Ja? Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Also dann, ciao. Wer war's? Das war Sydney. Was? So kannst du doch nicht mit ihr reden. Siehst du doch, ich kann. Hat sie den Regalia gefunden? Ja. In einer Niflheimer Basis. Na toll. Und welche? Davon lassen wir uns nicht abhalten. Wann holen wir ihn ab? Jetzt, sofort. Im Trainingssaal gibt es eine speziell besetzte Sektion zu den Königswaffen. Lerne dort, wie ein König zu kämpfen und setze deine Wissen gegen das Imperium ein. Öffne das Pausen... zum Trainingssaal. Es ist zwar nur eine Vermutung... Aber ich glaube, diese Basis hätte schon viel eher hier ankommen sollen. Der Sturm hat jedoch eine sichere Landung verhindert. Wahrscheinlich sind sie hier, um den Regalia nach Niflheim zu schaffen. Also haben wir Ramu zu verdanken, dass der Regalia noch hier ist. Dann können wir es noch schaffen. Ja, holen wir ihn uns zurück. Was mir gerade auffällt, durch die Handschuhe sieht das so ein bisschen aus wie Michael Jackson, unser Iggy, ne? Also jetzt von der Kleidung her und von den Handschuhen. Ja. Das ist besser. Das war halb so schlimm. Ich würde sagen... Ich probier's einfach mal, oder? Ich glaube, ich mach das einfach mal mit euch in dieser Folge. Ja. Wenn er nämlich sagt, wir sollten das lieber lernen, probiere ich das mal. Um zu gucken, was die Königswaffen denn wirklich alle so... Oh, was bist du denn? Handy. Karfunkel? Ich bin ein bisschen verwirrt. Mit mir redet ein Tier. Kampftutorial, Trainingseinheiten. Sollten wir vielleicht auch mal mehr machen. Freier Kampf, Königswaffen. Probieren wir einfach mal. Königswaffe. Hier kannst du das Kämpfen mit dem Königswaffen üben. Königswaffen müssen wie normale Waffen ausgerüstet werden. Beim Kämpfen mit dem Königswaffen verbraucht Wechsel bewusst zwischen regulären Waffen und... okay, warte. LB und RB Königswaffe. Wenn deine... niemand da... Was kannst du... Executive.
Bei aktiven Königswaffen kannst du mit deinem Gefährten einen mächtigen Angriff ausführen, der Exekutor genannt wird. Je mehr Limit. Das ist schon wieder so viel Text für mich. Ich habe keinen Bock. Wenn du dein Training beenden möchtest, sprich einfach deinen kleinen Freund an. Seid ihr... Wartet mal. Au! Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Vielleicht sollten wir doch meine Königswaffe auswählen. Ich glaube. Ich dachte, da müsste ich jetzt irgendwas Spezielles. Hallo? Ja. Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwas Spezielles machen und. Das ist einfach ja das, was man uns eigentlich schon gesagt hat. Wir wollen verlassen, wir wollen die Hauptstory weitermachen. Ja. Ich lese mir das eh nicht durch, also tschüss, Leute. Was? Das kleine Vieh kommt mir jetzt immer zu Hilfe, oder wie? Verstehe ich irgendwie gerade nicht. Ich dachte nämlich, ich lerne jetzt ein bisschen mehr über die Königswaffen, wie ich die benutzen kann. Ob man dann so ein großes, mächtiges Kügelchen erschaffen kann und alle vernichten kann. Irgendwas so in der Art. Aber irgendwie nicht so. Also genau das, was man uns eigentlich erzählt hat. Und vielleicht wähle ich meine Königswaffe. Das werde ich glauben. Irgendwas hat hier gefressen. Noctis. Wir machen das mal weg und wollen mal eine... Das ist es. Guckt euch mal die Klinge an. Die ist natürlich... bekommen wir haufenweise hoch, aber so einiges geht runter. Die Waffe sieht gut aus.
Hier sind nämlich viel zu viele rote Zeilen, habe ich nämlich das Gefühl. Und hier werden wir gleichzeitig noch mit den Leben ein bisschen hochgepusht. Ich nehme die erstmal. Und probiere die dann soweit aus. Ist gut. Chocobo. Kali. Wir brauchen dich. Ihr frisst los, irgendwas. Kleiner. Ach, da sind sie, ja. Einfach abhauen. Tschüssi. Wir müssen nämlich jetzt zum Regalia. Den uns holen. Dann können wir auch endlich zu Zit. Und uns die Armbrust holen, die wir da noch haben. Ist das lästig. Klappe zu, Monster-Tor. Der wollte gerade Kali angreifen. Warte, hier. Warte. Dahin. Kommen da eh nicht rüber, oder? Ach so, ja. Ich muss ja gedrückt halten. Wir müssen mal so ein bisschen drauf. Wenn Nockt alle Kräfte gesammelt hat. Ich bin was ein machen Gott. Wir dann, Ignis? Leider kann ich nicht für das Schicksal sprechen. Geht sicher darum, das Imperium zu plätten. Wollen wir bitten? Ha, nichts lieber als das. Ich laufe gerade, glaube ich, wieder diesen arschweiten Weg. Ich hätte wahrscheinlich nach Link... nach links gemusst. Wieso gibt es hier eigentlich so einen verdammt großen Berg? Ja, ich hätte nach links gehen können. Aber wir sind jetzt eh fast eine Runde rum. Wo müssen wir denn hin? Nein, ich glaube, das Ding meinte Kali. Och nö, ich wollte Kalypso gerade sagen. Das heißt, wir werden noch arschlange hinbrauchen. Ja, das wird ja was. Oh, die Kali hat keine Ausdauer mehr. Also die große Ausdauer. Wir können ja mal zum See gehen. Da ist ja eigentlich noch eine Aufgabe. Die kann ich auch mal markieren. Dann können wir mal gucken, ob wir irgendwas dafür bekommen. Wahrscheinlich kein Geld. Und ich höre schon wieder Motoren. Wenn Gentiana keine Sterbliche ist, wird sie dann nie älter? Ja. Oh, wäre das schön. Naja. So, sollen wir jetzt hier angeln? Was haben wir denn hier eigentlich? Hallo? Da liegt was. So. Guten Tag, junger Mann. Hey, könnt ihr vielleicht woanders jagen? Sonst verjagt ihr mir was anderes, nämlich die Fische. Bist du ein Angler? Ja. Du etwa auch? Yep, das will ich meinen. Ein Kollege also. Na, wenn das so ist, ich kenne eine gute Stelle. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz angeln. Glaub nicht, dich schon mal gesehen zu haben. Bist du neu im Geschäft? Könnte man sagen. Schön, ich bin Nathan. Da hinten. Weltenbummler, oh, Wetter gegerbt und Angler aus Leidenschaft. Sag, Junge, was hältst du davon, mir dein Können zu zeigen? Und wie? Wenn du einen der Felsbaramundi an Land ziehst, die hier leben, dann kriegst du was Schönes dafür. Was meinst du? Top, die Wette gilt. Das lobe ich mir. Gut, dann würde ich mal... Oh, da liegt da was. Gebraten sind die Fische ein Traum. Freu dich drauf. Ja, ich glaube, ich habe leicht Hunger. Was hier wohl anbeißt?
Wie kann man so besessen auf Angeln sein? Ich war einmal angeln, da war ich etwas jünger, ist ja klar. Und da hat einfach nie was angebissen. Wie geht denn das nochmal? Hoffentlich beißt was Großes an. Ich habe schon lange nicht mehr geangelt. Hab ich's? Wow. Sollten wir nicht fangen, ne? Wir sollten so einen Barer holen, oder? Da ist ein gelber Punkt. Der will es. Er will's nicht mehr. Du Kackfisch. Ich habe den Fisch jetzt nicht beleidigt. Hab ihn. Oh, Spiel, hör auf zu. Okay. Ich kurbel doch nicht. Ich bin ganz nett zu ihm. Bin total nett zu ihm. Ich schwör. Nett zu ihnen. Meine Haltbarkeit der Schnur geht gleich flöten. Ja. Die Schnur war wohl nicht stark genug. Glaube auch. Die Schnur war einfach nur. Du? Wie lange willst du noch angeln? Nerv nicht. Das ist mein Hobby, nur. Wir brauchen diesen Fisch. Ja, komm zurück. Jetzt diesmal habe ich eine stärkere Angelschnur. Da müssen wir so eine Pokémon-Musik einspielen. Heute gibt's Bratfisch. Alter, sehr kleiner Bursche. Wir haben ihn. Bitte lass es einer sein. Nicht übel. Haben wir den jetzt? Wir fragen einfach mal. Ja. Kommt mal, wir fragen ihn jetzt mal. Lass dir alle Zeit der Welt, mein Freund. Ein Angler muss Geduld mitbringen. Das weißt du ja. Ach, ein... nee, der Quatsch, das ist die Basis, die so heißt. Okay, schau ab. Ich gehe zur Basis. Angeln. Nee, danke. Wo kommt die denn also dann? Her? Ach, das ist unser Lager. So, Leute. 2 Kilometer mit der Kali.
Ihr wisst, was das bedeutet. Es wird lange dauern. Hey Nord, über dir. Interessiert mich nicht. Platz da. Ist das ein Warnschild? Bitte nicht schwimmen. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Wo kamen die denn jetzt her? Wir sollten auf die Straße, würde ich mal sagen. Dann kommen wir besser dahin. Und hier flog irgendwo was. Das dürfen wir nicht vergessen. Auto! Was sagst du dazu, dass nicht nur deine Ahnen, sondern auch die Götter dich mit allen Kräften unterstützen? Genau das meinte ich. Ziemlich genial. Das Imperium hat keine Chance gegen uns. Ja, unsere Aussichten haben sich in der Tat verbessert. Fragt doch jemanden, ob er euch mitnehmen kann. Müsste doch eigentlich machbar sein, oder? Gut, dann bekommt wenigstens die Kali ein bisschen Auslauf. Dieser Spinner ist also echt der Kanzler? Ich hatte schon so eine Vorahnung. Aber warum hilft er uns dann die ganze Zeit? Weil ich der König bin? Vielleicht? Ja, ich glaube, diese Folge wird aus... Schade, ich will heute übers Auto springen. Aus Schokoboreiten bestehen. Oh Mann, Gladio. Ich war vorher noch hier auf einem Luftschiff. Die Gelegenheit kriegt man nicht alle Tage. Die haben Spaß, glaube ich. Die haben alle Spaß. Und ich glaube, der Kampf wird... Oh, ich glaube, der Kampf wird total scheiße. Ich glaube, bevor ich da hingehe, speichere ich nicht. Okay, es geht nichts zu speichern. So, lass mal gucken. Die Festung ist da hinten. Ich glaube, das wird was werden. Ich wüsste zu gerne, was Nocts Bestimmung ist. Hat sicher irgendwas mit den Göttern zu tun. In alten Prophezeiungen steht etwas davon geschrieben, dass der König mit den Göttern das Dunkel vertreibt. Momentan tappen wir eher im Dunkeln. Nocht nimmt es aber auch sehr gelassen hin, oder? Kein so, oh Gott, nein, warum ich? Ich schaff das nicht. Aber er, naja, tappen im Dunkeln halt und dies und das. Sydney ist einfach umwerfend. Nicht schon wieder. Sie hat uns so viel geholfen die letzten Tage. Dabei hat sie sicher Besseres zu tun. Und alles für nichts. Hätten wir bloß den Leihwagen angenommen. Ein Leihwagen ist kein Regalia. Stimmt. Das wäre nicht dasselbe. Und Sydney weiß sich zu helfen. Ob sie wohl bald wieder anruft? Ich glaube, unser kleiner Prompt steht so ein bisschen auf die Sydney. Nur leider nicht so schnell, wie du es dir wünschst. Liegt sicher an ihre Fertigkeiten. Ach, verdammt. Was soll das? Iris? Geht nicht ran. Versuch's halt nochmal. Also ich glaube, da wird uns was Wunderschönes erwarten. Seht ihr das? Zwecklos, verdammt. Kannst du Iris nicht erreichen? Ja, obwohl sie auf meinen Anruf warten sollte. Ob ihr was passiert ist? Was ist denn das für ein roter... Was ist das für ein rotes Ding?
Jetzt bin ich verwirrt. Was ist das für rotes Zeug? Und dann müssen wir hier reinbiegen. Aber ihr Lieben, bevor ich das mache... Ich glaube, ich weiß so... Ich frage mich, warum nur Umba bei uns aufkreuzt. Wo Prina wohl ist? Keine Ahnung. Vermutlich ist sie bei ihrer Besitzerin. Hoffentlich geht es ihr gut. Über wen redet ihr? Auf jeden Fall, ihr Lieben, ich glaube, ich werde hier einen Cut machen. Das wird, glaube ich, da hinten ein richtig schönes Stückchen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.